Ihr seht schon, wie wir strahlen. Ja. Wir haben mega niedliche kleine Taschen. Total unterschiedlich und beides irgendwie total niedlich. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Customize-Video. Ihr seht schon, wie wir strahlen. Ja. Wir haben mega niedliche kleine Taschen. Oh. Das sind wie die Fjällräven-Kranken-Rucksäcke. Och, endlich jemand, der es aussprechen kann. Mit den kleinen Füchsen drauf auf jeden genau. Fall. Das aber diesmal als so eine kleine Umhängetasche. Ja. Also wir sind beide so unendlich begeistert, glaube ich. Die sind so putzig. Also die sind eigentlich genau wie die großen Rucksäcke. Es gibt halt dieses Hauptfach. Nur eben nicht als Rucksack. Also hier hinten sind keine Träger. Nee. Dran, sondern es hat halt oben so eine, ja, so eine Umhängefunktion. Ja. Und ich würde sagen, die sind ungefähr so ein Viertel von den Original. Also ein Handy, sehr klein sind die eigentlich. Ja, ne? Handy, man kann, was man reinkriegt. Handy, Maske, Portemonnaie und Schlüssel, was man. Und hier vorne ist notwendig. Das ist eigentlich so groß wie so ein Mini-Portemonnaie. Man hat auch manchmal, wo man so Kleingeld drin hat. Das könnte man Das ist wie so ein Kleingeldfach, das stimmt. Ja. Ich finde aber gut, hier hinten ist noch so ein flaches. Da kann man auch ganz gut so Dokumente irgendwie drin aufbewahren. Ne? Also vielleicht, mal so, wenn man mal einen Brief im Schlag mitnehmen muss. Oder hier ist noch so ein Zettel mit drin. Ja, so genug viel. Werbung gemacht. Richtig. Wir haben auf jeden Fall wieder vor, die zu gestalten, customize und uns die ein bisschen individuell zu verschönern. Richtig. Meine heißt übrigens Flamingo Pink. Wo steht der Name? Das steht hier so... Ach hier, Frost Green and Peach Pink habe ich. Peach Pink. Peach und Flamingo Pink. Ja. Okay, ich würde sagen, los geht's. Wir gestalten die beiden und dann nehmen wir euch natürlich mit und wir sehen das Ergebnis gleich. Ich bin schon sehr gespannt, was du mit deiner Tasche machst. Und hier ist jetzt mein super niedlicher kleiner Rucksack. Ich freue mich mega drauf. Und, beziehungsweise es ist ja gar kein Rucksack, er sieht einfach nur aus wie einer von den Rucksäcken. Aber es ist eigentlich eine Umhängetasche, die ist Sling. Und ja, ich habe das Etikettchen jetzt hier noch dran. Das kommt als erstes einmal ab bei mir. So, weg ist es. Und ihr habt, glaube ich, die Nadel gerade schon entdeckt. Ich werde das Ganze wieder besticken. Ich habe mir hier verschiedene Garne rausgesucht. Und zwar in ja, so ein bisschen gedämpfteren Tönen, finde ich. Nicht ganz so strahlend, wie der Rucksack selber ist, sondern so ein dunkles Blau oder noch so ein hellerer Blauton und ein etwas kräftigerer Lila-Ton. Der ist schon ziemlich intensiv und so ein hellerer Fliederton. Also ich würde sagen, die drei Töne sind so ein bisschen gedämpft und werden dann von diesem hier noch so ein bisschen aufgerüttelt. Das sind also die Töne, um die es geht bei mir. Und das hier ist die Tasche. Ich werde das Ganze wieder hier um das Logo so ein bisschen herumgruppieren. Ich zeige euch auch mal wieder den Trick, den ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon benutzt habe. Ich benutze hier so einen von den... Pilot Pens, also von den Friction Color Pens. Die sind super praktisch. Ihr kennt die bestimmt so aus der Schule, lassen sich ganz einfach wegradieren. Und das andere Praktische dabei ist, das Wegradieren funktioniert ja mit Wärme. Ihr könnt das Ganze auch mit Hitze wegbekommen. Also wenn ich daher die Tasche überföhne, verschwindet die Farbe, die man vielleicht noch sehen könnte. Mega gut. Allerdings heißt das auch, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Hefte in der Sonne liegen lasst, verschwindet die Farbe auch. Also das sollte man nicht tun. Ich werde Rosen sticken diesmal. Und dafür zeichne ich mir so kleine Fünferstrukturen vor. So sieht's aus, wie so ein kleines Blümchen mit 5 Blütenblättern. Ganz, ganz simpel. Dann nehme ich hier die Nadel und ich starte tatsächlich mit diesem hellblauen Faden. Ich glaube, den kann man am schönsten sehen, ist der schönste und stärkste Kontrast. Es sind insgesamt 6 Fäden. Ihr könnt das aufsplitten und mit 3 davon arbeiten. Ich mache es so, dass ich die zusammenlasse. So ein bisschen Geschmackssache. Jetzt sind sie tatsächlich alle in dem Nadelöhr drin. Wie funktioniert's? Ich steche von innen nach außen hoch und einmal ein bisschen anziehen. Es geht ein bisschen schwierig am Anfang. Muss ich erst so ein bisschen daran gewöhnen, dass die Tasche doch ziemlich stabil ist. Also das Material ist schon richtig gut. Dann steche ich wieder nach innen rein. Und wieder nach außen hoch. Und wieder in die Mitte zurück. Also ich gehe einfach mit der Nadel diese Streben, die ich mir gemalt habe, nach. Ganz, ganz simpel. Und ihr seht, es ist wirklich nicht so ganz einfach, da durchzukommen. Aber das Gute bei diesen Rosen ist, dass ich das gleich gar nicht mehr brauche. Gleich arbeite ich nämlich nur noch an der Außenseite. Und das ist wirklich das super Angenehme an diesen Blüten. So,
Hier habe ich den Endfaden, der liegt einfach auf der Seite. Ganz am Ende werde ich das Ganze so ein bisschen verkleben. So, jetzt komme ich wieder nach oben hoch und fange jetzt grundsätzlich an mit so einer Webebewegung. Ich gehe jetzt unter einer Strebe her. Da ist ganz egal, mit welcher ihr anfangt. Über die nächste drüber und dann wieder unter der nächsten her. Dann wieder über die nächste drüber und unter der nächsten her. Das drüber geht tatsächlich einfacher als das drunter her. Weil, ja, das drüber kann man einfach ignorieren. Und hier bin ich wieder drunter. Dann gehe ich hier wieder drüber. Hier wieder drunter her. Das wechselt sich immer ab. Und weil ich ja eben 5 habe und nicht 4 oder so, sind es immer versetzt, die Streben. Also wo ich in der einen Runde drunter hergehe, gehe ich in der nächsten Runde drüber her. Das wechselt sich also immer ganz genau ab. So, ihr Lieben, ich habe mir schon mal für meine neue Tasche alles bereitgelegt, was ich so brauche. Ich habe hier einmal Nadel und Faden und kleine goldene Buchstaben. Ich habe mich entschieden, noch ein Bügelbild mit drauf zu machen. Ich habe hier ein paar Perlen, die werde ich mit dem Band hier an den Reißverschlüssen befestigen. Ja, einmal als Deko und auch, damit man die Reißverschlüsse einfacher auf- und zumachen kann. Und ich habe hier noch so ein Tuch. Da sind auch so ein bisschen sommerliche Symbole drauf und das hat auch so ein Rot-Pink, das werde ich noch daran befestigen. Und hier die Buchstaben, da habe ich mich entschieden, Hallo Sommer hier vorne drauf zu schreiben. Also mit diesen kleinen süßen goldenen Buchstaben, die kann man auffädeln und dann hier vorne dran festnähen. Ja, das sind erstmal so, ist erstmal so mein Plan. Mal schauen, vielleicht entstehen ja noch beim Basteln ein paar Ideen. Vielleicht mache ich noch spontan irgendwas anderes. Aber ich werde erstmal starten hier mit den Buchstaben. So, Nadel und Faden habe ich mir vorbereitet. Den Faden nehme ich doppelt und ich steche jetzt einmal von hinten nach vorne durch. Und gleich werde ich hier vorne einfach an der Naht das Ganze weiter befestigen. Ich werde einfach hier vorne durch diesen Faden so durchnähen und dann schon den ersten Buchstaben auch befestigen. Das ist dann bei mir das H von Hallo und dann gehe ich einfach noch mal hier durch den Faden durch und am besten gleich noch mal, damit es auch gut hält. Und dann kann ich auch hier so ein bisschen abzählen, also für die Abstände. Ich lasse jetzt so 2 Fäden frei, dann kommt hier der nächste. Da gehe ich auch erstmal so durch, ein bisschen Stabilität zu haben. Und dann kommt der nächste Buchstabe. Ein bisschen sollen die Buchstaben dann hier auch gleich baumeln. Und ich hoffe, dass das ganz süß aussieht. Vielleicht muss ich es ein bisschen enger machen, damit ich auch auf jeden Fall alle Buchstaben hier vorne drauf kriege. Oder ansonsten muss ich hier oben Halle und unten Sommer. Aber ich glaube, das passt. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr süß aus. Hat auch ganz gut hier hingepasst. Hallo Sommer. Ja, von hinten sieht man da eigentlich kaum was. Ich habe nur den Faden halt hier reingestochen. Dann hier oben an der Naht quasi entlang genäht. Und dann hier hinten wieder durchgestochen und hier dann nochmal vernäht, damit es auch nicht abreißt. Und ich hoffe, das hält jetzt alles so. Und ich finde, es sieht auch ganz witzig aus, weil sich das so ein bisschen bewegt natürlich. Und ich glaube, man muss auch einmal so ein bisschen genauer hingucken, was steht da eigentlich. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, hier habe ich jetzt meine erste Blüte fertig. Ihr seht, die hat ungefähr so einen Zentimeter an Durchmesser und sieht wirklich richtig, richtig niedlich aus. Und es geht, wie ihr gesehen habt, mega einfach und man muss tatsächlich nicht durch das Material durchstechen. Ich werde jetzt noch mehr von den kleinen Rosen machen. Ich habe ja noch einige weitere Farben und ich werde auch pro Farbe ein paar mehr Rosen machen. Ich habe hier jetzt den Faden noch liegen. Den lasse ich auch tatsächlich erstmal liegen. Vielleicht arbeite ich mit dem nochmal weiter. Ich kann natürlich dann einfach
von der anderen Seite wieder durchstechen, beziehungsweise den Faden einmal mit einem ganz einfachen kleinen Stich auf die andere Seite rüberbringen und dann von der anderen Seite arbeiten. Aber momentan lasse ich ihn einfach mal hier liegen. Ich nehme die Nadel raus. Grundsätzlich stört er mich jetzt weiter erstmal nicht. Und ich schnappe mir jetzt den dunklen lila Ton und arbeite mit dem noch ein bisschen. Und ihr habt auch gesehen, es sind gar nicht so viele Runden tatsächlich, wie man denkt. Also es ist ein paar Mal durchgehen und schon ist die gesamte Blüte gefüllt. Ich mache mich jetzt an die nächste Blüte. Da nehme ich so ein bisschen Abstand dazu. Und ja, ich will schon direkt anfangen, aber auch die male ich mir erstmal ein bisschen vor. Und ihr habt auch gesehen, die Farbe ist total verschwunden. Jetzt natürlich nicht, weil ich sie weggeföhnt habe, sondern einfach, weil die Rose so viel Volumen und so viel Platz tatsächlich braucht, dass man sie gar nicht mehr sieht. Also so eine kleine Vorzeichnung eben mit so einem schönen Filzstift, der sich tatsächlich auch noch wieder wegföhnen lässt, ist überhaupt kein Problem. Wirkt erstmal mal so ein bisschen erschreckend, aber ist tatsächlich überhaupt keine große Sache. Und hier kommt jetzt der Faden. Und ich zeige das Ganze euch dann, wenn es noch ein bisschen weiter ist. So, es geht weiter mit meinem Aufbügelbild. Und ich habe mir überlegt, ich werde es nicht aufbügeln, sondern hier aufkleben. Ich hoffe, dass das etwas besser hält, weil ich habe noch nicht so gute Erfahrungen gemacht mit diesem Aufbügeln. Und gerade hier auf dieser ganz glatten Oberfläche. Deswegen werde ich es einfach ankleben. Während der Klebstoff trocknet, kümmere ich mich schon mal hier um meine Bänder und Perlen. Ich habe leider nur zwei von den pinken Perlen. Eigentlich gibt es ja noch mehr Reißverschlüsse, aber ich mache das dann vor allem hier vorne an die, wo man es dann auch sieht. Hier hinten ist ja auch noch ein Reißverschluss, aber ja, den lasse ich einfach so. Und dafür habe ich ja diese hellen Bänder. Ich finde, die passen auch wirklich ganz gut hier so zu dem Logo. Und dazu gibt es dann hier diese hübschen pinken Perlen. So, ich fädel die Perle einmal auf, dann gehe ich hier durch und fädel das Band wieder zurück und dann mache ich hier einen Knoten rein. Oh, ja, der Knoten war nicht groß genug. Da ist mir die Perle direkt runtergerutscht. Oder vielleicht knote ich hier unten einfach nochmal eine ganz kleine Perle an. Ja, ihr Lieben, inzwischen hat sich hier einiges getan und ich habe einige Blüten fertig. Also ihr seht, ich hatte ja hier oben gestartet und da sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geworden. Hier unten, also so, ich sag mal im 180-Grad-Winkel dazu, habe ich dann hier unten nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück gemacht. Und ihr seht auch, ich habe so ein bisschen mit den Farben variiert. Hier oben ist der Türkiston mit drin, hier unten habe ich auf den Türkiston verzichtet. Und dafür habe ich hier diese kleinen Knötchen in dem dunklen Blau gesetzt. Und hier unten habe ich das Dunkelblau auch für Blüten verwendet. Und ich mache jetzt genau das Gegenteil hier unten. Ich werde jetzt hier die Hohlräume auch noch mit dem Türkis auffüllen. Und die Technik für diese kleinen Knötchen zeige ich euch jetzt auch noch. Die ist nämlich super, super simpel. So sieht es übrigens inzwischen von innen aus. Heilloses Chaos und auch nicht sonderlich hübsch. Ich zeige euch gleich, beziehungsweise gibt es dann ein Spiel aus einem anderen Video zu, wie es genau verklebt wird und wie es dann innen aussieht. Es wird nicht super hübsch, aber es wird auf jeden Fall sicher, da löst sich auf keinen Fall was. Ihr könnt auch zum Beispiel ein Stück Stoff oder so drüber kleben, dann seht ihr es auch nicht mehr. Da gibt es noch so ein paar andere Tricks. Aber ich zeige euch, wie gesagt, gleich erstmal das Verkleben. Und ja. Grundsätzlich komme ich jetzt mit dem Faden wieder von innen. Ich suche mir eine Stelle raus, wo ich eben so ein kleines Knötchen setzen möchte. Wie zum Beispiel hier. Ziehe ein gutes Stück vom Faden raus, natürlich nicht alles. Dann wickle ich den Faden um die Nadel herum. Und zwar möglichst nah an der Stelle, wo er tatsächlich rausgekommen ist, hier. Dann steche ich wieder ein. Ich habe mir jetzt einfach zweimal drum gewickelt, ziehe ihn so ein bisschen fest. Steche wieder ein und ziehe die Nadel jetzt wieder nach innen. So. Und den gesamten Faden einmal hinterher. Und es bildet sich jetzt eben so ein ganz kleines, niedliches Knötchen. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Hier komme ich einmal wieder raus. Drum wickeln. Und ein bisschen festziehen. Einstechen.
durchziehen und festziehen. Und mein nächstes kleines Knötchen. Ist auch eine sehr schnelle Technik. Also es geht grundsätzlich sehr schnell, diese kleinen Knötchen zu machen. Sie sind natürlich auch sehr klein. Das darf man nicht vergessen. Aber grundsätzlich dauert es eben nicht lange. Und hier ist schon das nächste. So, ihr Lieben, so sieht mein Design jetzt von außen aus. Ihr seht die großen Rosen und eben diese ganzen kleinen Knötchen, die das Ganze so ein bisschen auffüllen. Ich sag mal relativ dezent mit den beiden großen freien Flächen dazwischen. Gefällt mir sehr, sehr gut, auch mit diesem Farbspiel so ein bisschen drin, ein bisschen Variation. Hier habe ich das Türkis, da habe ich das Blau mit drin und natürlich mit dem Knallpink dazu. Okay, jetzt der spannende Moment. Wie sieht es von innen aus? Es ist ein einziges großes Chaos und ich schneide jetzt die längeren Fäden, die noch raushängen, alle einfach einmal ab. Und dann werde ich das Ganze verkleben. Das dauert allerdings noch ein bisschen, weil der Kleber alle ist. Ich zeige euch das jetzt, wie ich das schon mal bei einer anderen Tasche gemacht habe. Und dann muss das Ganze auch noch einen ganzen Tag trocknen, bis es dann wirklich komplett fest ist. Und wie das aussieht, seht ihr jetzt. Ich sag mal, so 24 Stunden muss das schon wirklich komplett ruhig und flach liegen, dass halt der Kleber nicht an den Rest der Tasche kommt. Hier kommt der Kleber jetzt raus. Der ist erstmal weiß. Ich zeige euch das gleich nochmal an einer anderen Tasche, wie es tatsächlich dann aussieht, wenn er getrocknet ist. Aber so mit diesem Kleber könnt ihr das wirklich richtig schön versiegeln. Und ich lasse das jetzt trocknen. So, hier seht ihr das Design, was ich auf meiner gelben Tasche habe. Das habe ich vor circa einem Jahr gemacht. Und hier seht ihr das Ganze einmal von innen. Also man sieht den Kleber wirklich gar nicht mehr. Der wird man sieht ihn schon, aber er wird halt komplett durchsichtig. Aber man kann einfach komplett drüber fassen. Es ist sehr glatt und schon ist es dann komplett fertig. Ich hatte gerade noch eine ganz süße Idee. Ich habe ja noch mehr von diesen Buchstaben. Und ich habe jetzt hier nicht noch eine kleine Perle aufgezogen, damit die andere nicht runterrutschen kann, sondern einfach noch ein kleines K. K für Kati. Und das baumelt dann hier vorne so. Die Fäden schneide ich noch ab, aber so ein bisschen lasse ich auch dran. Vielleicht mache ich noch so ein kleines Knötchen hier unten rein. Ja, das sollte man vielleicht machen, bevor man abschneidet. So, damit das auch nicht so ausbranzen kann. Die Perle kann hier so ein bisschen hin und her rutschen. Also so ein kleiner süßer Anhänger. So, hier ist der zweite Anhänger. Da habe ich jetzt einfach einen etwas dickeren Knoten hingemacht. Und das habe ich an den oberen Reißverschluss angebracht, damit ich hiermit dann den Reißverschluss gut öffnen kann. So als kleine Hilfe. Dann kann man einfach so an der Perle ziehen. Jetzt bin ich fast fertig mit meinem Rucksack. Jetzt habe ich nur noch dieses Tuch und ich finde, das passt auch super schön dazu. Das habe ich schon mal so gefaltet. Also jetzt falte ich nochmal leicht auseinander. Also einmal die Spitzen hier aufeinander und dann das eingefaltet. Und das lege ich jetzt hier so um den Gurt rum. Dann gehe ich mit dem Tuch einmal so um das Tuch hier so rum. Und gehe dann von oben hier wieder rein. Dadurch ist das dann so ein Knoten, wo beide Bänder so nach unten gehen. Alles schön einmal ein bisschen festziehen. Und dann ist hier an der Seite noch so dieser Stoff. Und da hat man natürlich auch immer ein Tuch dabei. Es ist ja so ein Sommerrucksack. Und wenn man dann unterwegs ist und es ist mal ganz warm und man muss sich irgendwie vielleicht mal ein Haarband reinmachen oder so, hat man hier noch ein Tuch mit dabei. Oder wenn einem kalt ist und man einen Schal braucht, dann kann man sich das Tuch ummachen. Und ansonsten ist es einfach ein ganz süßer, sommerlicher Look, wie ich finde. Da sind wir wieder! Genau, unsere Taschen sind fertig. Ja. Wobei meine, habe ich ja eben schon gesagt, ist noch nicht ganz fertig, muss innen noch verklebt werden. Aber sobald ich den Kleber neu habe, wird das gemacht. Ja, super. Ja, sieht richtig, richtig süß Dankeschön. Aus. Fällt mir gut. Deins auch, das ist so mega niedlich. Ich finde das mit dieser Schrift so goldig. Da habe ich auch echt lange drüber nachgedacht, was ich da so hinmache und wie ich das da befestige und so. Und ja, ich bin letztendlich sehr zufrieden. Und ja, hier ist noch dieses Tuch, das rutscht jetzt gerade so ein bisschen weg, aber wenn man es so umhat, ist eigentlich ganz praktisch, hat man hier noch so dieses Tuch. Und wenn man es so im Kopf machen will, genau, wenn man es so im Kopf machen will, oder ich habe schon gesagt, wenn man irgendwie den Hals irgendwie ein bisschen kalt hat, kann man sich das auch drum machen oder so. Oder sonst einfach so ein sommerlicher Look. Ja, ich finde auch, die Erdbeere passt so gut hier zu diesem Rosa. Ja, genau. Und das war ja so, wie nennt sich das nochmal? Pink, Guave?
Nee. Wie komme ich da drauf? Keine Ahnung. Und ich merke auch gerade, man kann die so richtig niedlich so auch am Handgelenk tragen. Als Handtäschchen. Als Handtäschchen. Wenn man ein schmales Handgelenk hat. So, ja, das geht. Aber die sind einfach richtig, richtig niedlich und ich mag dieses im Endeffekt super einfache Design dieser Kasten. Ja, ich mag, dass das einfach dieses Design von den Großen nur in Mini genau, ist. Genau, ne? Richtig. Es ist einfach so putzig. Und man kann so viele coole Sachen damit machen, wie man ja schon bei uns sieht. Total unterschiedlich und beides irgendwie total niedlich. Hier bei den Seiten, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da können ja normalerweise in die großen kann man so 1,5 Liter Flaschen Wasser reinpacken. Oder einen Regenschirm. Oder einen Regenschirm habe ich immer drin. Aber was hier genau? Stifte vielleicht. Stifte. Stifte. Mehr als Stifte, glaube ich. Passt da nicht so 100%. Vielleicht? Oh ja. Das habe ich nie dabei. Aber hier vorne habe ich ja schon gesagt, ein bisschen Kleingeld vielleicht. Hier hinten so... Ja, Portemonnaie oder so ein paar Dokumente oder so. Ja. Wie hat es euch gefallen? Hat es euch Spaß gemacht, uns zu begleiten? Könnt ihr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und was hättet ihr mit eurer Tasche gemacht? Oder was habt ihr vielleicht schon mit eurer Tasche gemacht? Genau, schreibt es uns gerne rein, kommentiert auch gerne. Habt ihr solche Taschen auch? In welcher Farbe habt ihr sie? Wir haben langsam eine kleine Sammlung. Mein zweiter ist das. Mein dritter. Mein dritter. Ja. Tatsächlich, ja. In Mini diesmal. Aber alle komplett unterschiedlich. Ja. Also super interessant. Super. Ich habe ja den großen auch in so einer ähnlichen Farbe, ne? Aber ich mag auch die Farbe einfach total gern. Ne, ich habe ja den großen gelben, der ja auch bei Familie Zufall häufig Auftritte hatte. Dann habe ich den schwarzen zum Umhängen und jetzt diesen hier zum Umhängen. Ja, sehr cool. Ausgefertigt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.